Ahoi Argonauten, willkommen zu Wormhole Slot, Pathfinder Kingmaker. Und wir sind in der letzten Folge im tödlichen Korridor in einen tödlichen, beinahe tödlichen Hinterhalt gelangt. Aber wir konnten die Gegner gerade noch so in die Knie zwingen. Und wir können vor allen Dingen alle aufleveln, was natürlich sehr schön ist. Fangen wir mal mit unserem Protagonisten an. Argos, der Paladin, der bogenschießende Paladin. Sehr ungewohnt für mich. Normalerweise spiele ich immer Paladine mit Schwert und Schild. Erstmal muss man die Bedienung hier durchschauen bei dem Stufenanstieg. Was am Anfang ein wenig verwirrend ist. Das Fenster ist nämlich sehr umfangreich mit Daten überfrachtet, finde ich. Man sieht natürlich hier die Stufen. Wir sind auf Stufe 6 von 20. Talente und besondere Fähigkeiten, die wir im Laufe des Spiels freischalten könnten. Okay, soweit ist das verstanden. Und wir müssen jetzt einfach mal auf Weiterklicken, nachdem wir hier die Klasse ausgewählt haben. Es gibt natürlich auch Multiklassencharaktere, da kann man dann sich entscheiden, was man auflevelt. Wie in D&D nehme ich an. Also gehen wir weiter. Also wir haben 3 Fertigkeitspunkte zur Verfügung und können diese verteilen. So weit, so klar. Also für uns ist wichtig, hier kriegt man einen Hinweis auf das empfohlene Attribut, das ist schon mal sehr hilfreich. Beim Paladin ist das Geschicklichkeit und Charisma, wobei Geschicklichkeit jetzt auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist Stärke und Charisma beim Paladin entscheidend, aber ich denke mal, es handelt sich hier um einen Spezialpaladin, der mehr so ein Bogenschütze ist und der braucht natürlich mehr Geschicklichkeit, weil ein göttlicher Jäger ist ein, ja. Seine Rolle ist das zumindest. Hat mich am Anfang dann auch etwas überrascht, aber gut. Macht ja nichts. Also das heißt, wir sind bei Geschicklichkeit schon ganz ordentlich, aber wir müssen ja erstmal hier die Fertigkeitspunkte verteilen. So. Das sind die Ränge hier und hier gibt es noch Modifier, die die Ränge den Gesamtwert erhöhen. Und zwar bringt uns die Stärke plus 2 Punkte für Athletik. Es gibt ja diese Attributmodifier. Da gibt es Tabellen für, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber gut. Was ganz schön ist, man sieht die anderen Partymitglieder im Vergleich. Das heißt, man kann da so ein bisschen seine ganze Truppe ausbalancieren, das finde ich eigentlich ganz hilfreich. Und man sieht hier die Klassenfertigkeiten auch markiert mit einem grünen Check. Das ist auch ganz hilfreich. Hier haben wir jede Menge Wert durch Charisma plus 3 Modifier und die Klassenfertigkeiten beim Überzeugen. Also ich würde sagen, wir nehmen eine Klassenfertigkeit. Oder, ich meine, die anderen Fertigkeiten sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Beweglichkeit. Also das hat Einfluss auf die Gelegenheitsangriffe der Gegner und man kann Stürze besser abfangen. Athletik bringt mehr Springen, Mauern erklimmen und so weiter. Also ja, Athletik halt. Okay. Okay, ich entscheide mich jetzt. okay.
Ich würde sagen, ich nehme, ich kann mich zwar gerade nicht entscheiden, aber ich mache es trotzdem. Also ich gehe jetzt bei Überzeugen auf den vollen Rang, Maximalstufe 6. Weil wir sind ja der Paladin, der alle blendet mit seinem Charme sozusagen und überzeugen kann. Und dann werde ich allerdings noch die beiden anderen Punkte auf Wissen, Religion verteilen. Und Wissen, Welt ist ein bisschen schwach. Aber ich werde auf Beweglichkeit gehen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, werde ich sehen. Aber ist ja auch Geschmackssache. So, weiter. Sind wir schon fertig? Das ist die Zusammenfassung. Wir haben zwei neue Fähigkeiten erhalten. Ferne Gnade bringt. Für die Heilung, genau. Das heißt, man braucht nicht ganz ganz nah ran an den Charakter, den man heilen möchte, wie ich das verstehe. Und ferne Gnade bedeutet auch, oder kann man die jetzt noch auswählen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nee, die haben wir erhalten, alles klar. Okay, ich gehe jetzt einfach mal weiter, damit das ja alles nicht zu lange dauert. Ich kann auf fertig klicken, ja. Gut. Das war so der Stufenaufstieg. Man muss sich erst dran gewöhnen. Dann gehen wir mal auf Megawarn, unseren Anführer sozusagen. Wir sind hier Warnschar. Und Warn ist ein Schurke. Den werden wir jetzt auch mal eben upleveln. Nicht ganz so ausgiebig überlegt vielleicht, damit es schneller geht. Weiter. Wow, hier haben wir 7 Punkte zu verteilen. Okay. Also Diebe müssen ja bekanntlich Tricks beherrschen. Ja, dem können wir mal ein bisschen bei Athletik was spendieren. Okay. Heimlichkeit und Athletik gebe ich noch einen drauf und so, 3 Punkte hätten wir noch, jede Menge. Okay, Wahrnehmung. Da hat unser Rabauke die meiste, okay. Heimlichkeit hat, ja, sind wir am besten hier, genau, weil wir sind ja auch ein Schurke, kann man zum Schleichen sehr gut gebrauchen. Da sind wir auch schon auf Maximalstufe. Tricks. Wie kann man sich denn nochmal den Vergleich hier anzeigen lassen? Das ging doch gerade. Wann kommt das Mouse over? Ah, wenn man hier drauf geht. Okay, Tricks. Da wären wir mit 5 auch schon ganz gut. Tehara hat allerdings noch einen höheren Wert. Manchmal kommen die nicht, die Vergleichswert. Verstehe ich nicht so ganz. Doch, jetzt geht's. Okay. Athletik. Ja, ich mache da jetzt nicht so eine Wissenschaft raus. Es muss weitergehen. Sonst halten wir uns da ewig auf beim Aufleveln. Ja. Noch 2. Bei Tricks gehe ich jetzt mal auf Maximalwert und dann gebe ich noch einen auf Athletik. So, sind wir durch. Also wichtig ist vielleicht, dass man die Klassenfähigkeiten ganz gut ausbaut. So, wir können noch eine Fähigkeit wählen. Schurkentrick.
Ist das jetzt hier vorgeschlagen? Oder ist er jetzt vorausgewählt? Wo ist denn der Schurkentrick? Verstehe ich jetzt auch noch nicht so ganz. Man muss hier erstmal durchsteigen. So viel steht fest. Sehr komplex. Ah, okay, man kann auswählen. Schurkentrick. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, wo ist denn der Schurkentrick? Hallo, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wie komme ich jetzt wieder an den Schurkentrick? Angenommen, ich will den jetzt doch haben. Das ist schon wieder ein neues Rätsel. Schurkentrick. Wie komme ich da dran? Ach so, Entschuldigung, das heißt gar nicht Schurkentrick, das ist nur hier diese Zusammenfassung. Die Fähigkeiten eines Schurken. Jetzt habe ich es wieder verstanden. Also das heißt, es war, glaube ich, das hier oder irgendwas mit dem grünen Symbol, aber das macht ja jetzt auch nichts. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Was bringt das hier? Ein Charakter, der über dieses Attribut verfügt, erhält einen Bonus von +4 auf seine Wahrnehmungswürfe. Okay, eine sehr hohe Wahrnehmung. Eisenmagen. Achso, der ist dann gegen Giftresistenter, okay. Oder ich kann einen Fertigkeitsfokus wählen. Und das bringt mir dann einen Bonus auf Rettungswürfe. Oder beziehungsweise Würfe. Also Würfeltest sozusagen, okay. Okay, so langsam verstehe ich's. Geländemeisterschaft. Ah. Aber ich würde sagen, ich gehe mal so ein bisschen in Richtung mehr so Schurken. Schnelle Heimlichkeit. Das klingt zum Beispiel ganz interessant. Also man kann schleichen bei voller Geschwindigkeit, das finde ich ganz interessant. Oder Reaktion verlangsamen, was bringt das jetzt? Ah, Gegner, die ja durch einen hinterhältigen Angriff des Charakters Schaden erlitten haben, können eine Runde lang keine Gelegenheitsangriffe ausführen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich würde sagen, das nehme ich mal. Ja, das klingt interessant. So, da sind wir auch fertig. Okay, weiter geht's. Dann noch unseren Zauberer. Den müssen wir noch aufleveln. Klasse Magier natürlich. Ja. Also wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob wir einen Multiclass-Charakter haben, aber umso besser erstmal. Es geht schneller. So, unseren Magier. Fünf Punkte. Klassenfertigkeiten, der geht natürlich voll auf Wissen hier, würde ich sagen. Da gehen wir mal auf Klasse 6. Ja. Ich würde sagen, da gehe ich jetzt einfach mal voll auf die Wissensstufen. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Einen Punkt haben wir noch. Ja, vielleicht ein bisschen auf Beweglichkeit. Kann auch nicht schaden.
So. Jetzt können wir noch zwei Zauber auswählen. Zwei neue Zauber. Okay, sehr interessant. Jede Menge Auswahl, auf jeden Fall. Okay. Also einige Zauber kenne ich schon aus D&D. Beziehungsweise Baldur's Gate. Wow, was haben wir hier für eine Auswahl? Wahnsinn. Also was immer ganz gut ist, wenn man hasst, den finde ich zum Beispiel sehr brauchbar, den Zauber. Und stinkende Wolke ist, glaube ich, so ein Flächenzauber. Mhm. Hier gibt es auch Empfehlungen. Monsterherd bei Zaubern Stufe 3. Auch sehr interessant. Könnte Gekka sogar auch verwenden. Blindheit, auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, Monster herbeizaubern finde ich ganz sympathisch. Weil da kann man ja mal gut die Gegner ablenken. Wieso geht das jetzt nicht? Hallo, wieso kann ich den nicht anwählen? Ich will doch jetzt einen neuen Zauber hinzufügen. Was bedeutet das? Ach so, weil hier schon... Den habe ich schon. Also langsam, ja, verstehe ich's. ja, manchmal ist die Bedienung nicht so ganz intuitiv. Also hier habe ich drei Zauber. Zauber der Stufe 3 und 3 Zauber, genau. Wieso kann ich jetzt nicht... Der ist schon drin. Ja. Aber wieso ist hier noch ein Plus? Das verstehe ich gerade nicht. Man muss erstmal durchsteigen hier. Ich glaube, ich kann keinen mehr hinzufügen. Ich müsste ja einen löschen. Verstehe ich das richtig? Oder muss ich hier den Platz anwählen? Ah. Okay. Ja, so ganz verstehe ich es immer noch nicht. Okay. Energieramme, den möchte ich jetzt gerade nicht. Wie kann ich den entfernen? Ja, so ganz verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Stufe 3 Zauber, okay. Kann ich hier blättern? Ja, mir sind die verschiedenen Zauberstufen. Ah, genau. Und die grünen sind die Zauber, die ich habe, die ich kann. Und das sind die möglichen Zauber, die jetzt nicht grün sind. Aber den möchte ich jetzt zum Beispiel wieder entfernen. Wie mache ich das? Oder muss ich einfach einen anderen... Ah, okay, einfach einen anderen auswählen. Blitz, okay, so langsam verstehe ich es doch. Also ich habe Hast.
Ja, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich muss ja auch erstmal durchsteigen. Und vor allen Dingen muss ich mich jetzt entscheiden, welchen Zauber ich noch nehme. Blitz. Was macht der Blitz? Ja, ich glaube, der ist ziemlich, der macht auch, glaube ich, Friendly Fire, der Zauber, meine ich zumindest. Also ich wähle jetzt mal einen anderen aus. Stufe 3. Kann man sich hier alle anzeigen lassen, oder was ist das? Nee. Was möchte ich noch haben? Schmieren, den finde ich ganz gut. Stufe 1 Zauber. Aha, okay. Also ich könnte mir 2 Zauber auswählen und die werden verteilt hier aufs Zauberbuch auf die entsprechenden Stufen. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Aha, okay. Also da von Stufe 3 kann ich nur Monster herbeizaubern, Stufe 3, genau. Hast würde dann dazu kommen, wie ich das verstehe, wenn ich jetzt hier weitergehe. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Meine Güte, okay, fertig. Genau, Hast und Schmieren sind dazugekommen, okay. Ja, okay, das ist ja mein erster Komplettaufstieg von der ganzen Party hier. Dann haben wir den Mönch. Das war auch so eine Art Kampfmönch sozusagen. Gucken, was wir für den tun können. 3 Punkte auf... Ja, der braucht natürlich jede Menge Athletik und Beweglichkeit. Wichtig. Der soll sehr beweglich sein, genau, da gebe ich dann noch einen drauf. Jo. Weiter. Und wir können Fertigkeiten wählen, hier sind schon welche ausgewählt. Keykraft und Schuppenfaust, Bonustalent. Da werde ich jetzt mal die Vorgaben... übernehmen. Oder auch nicht. ich kann noch eins wählen. Ah, okay. Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Mal wieder. Drachenwildheit. Ah, okay. Da kommt noch ein Untermenü. Ah, okay. Und da kann ich jetzt wählen, ja. So langsam dämmert's. Also Keykraft ist sozusagen diese Kampfkunst, wie ich das verstehe, der Mönche. Zielsicherer Schlag. Verteidigungsbonus. Finde ich ganz gut. Ja, so ganz intuitiv ist es nicht, wie gesagt. Und dieser Spurt. Da kann man seine Bewegungsrate erhöhen. Okay. Okay, das hätten wir.
Rindenhaut und Drachenwildheit. Und unser Elf, der Kleriker ist, also zaubern kann. Da nehmen wir 3 Punkte erstmal. Der braucht natürlich Wissen, weil er zaubert. Aber das ist schon recht gut. Wissen. Das ist natürlich unser Zauberer. Ziemlich gut, aber wir sind auch nicht schlecht. Okay, wir haben einen ordentlichen Bonus. Athletik und Beweglichkeit sehr bescheiden, aber es ist keine Klassenfähigkeit. Ich würde sagen, Wissen, Religion gebe ich mal einen drauf und dann gebe ich noch einen auf Beweglichkeit und Athletik. Ja. Ich hoffe, das ist okay für diesen Charakter. Inwieweit jetzt man nur die Klassenfähigkeiten steigern sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Da muss ich mich dann nochmal genauer informieren vielleicht. Aber so ein bisschen ist es ja wie bei D&D. Also man sollte gewisse Werte gut steigern, aber man muss nicht immer zwingend nur die nehmen. So, und dann haben wir noch unsere Tieflingsfrau. Tahora. Oder Tahara, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die ist Waldläufer. Und dann leveln wir auch mal auf. Vier Punkte. Wahrnehmung, das sieht, glaube ich, ziemlich gut. Da gehen wir auf jeden Fall noch einen höher, maximal. Wissen Natur. Und in Tricks war sie sehr gut. Manchmal kommen diese Mouse-Over so spät irgendwie so. Fallen stellen, Schlösser knacken und so weiter. Genau, da ist Mega Wahn ziemlich gut, okay. Da brauchen wir also nicht ganz so hoch. Dann vielleicht mehr auf Tja. Heimlichkeit ist hier nicht so toll. Und Beweglichkeit können sie auch noch einen vertragen. Genau. So, das hätten wir. Nachdem wir noch eine Fähigkeit wählen. Und zwar der Kampf mit 2 Waffen wird hier vorgeschlagen. Und da kann ich jetzt ja, verbesserter Kampf mit 2 Waffen. Also das haben wir schon, wie ich sehe, genau. Dann nehmen wir das mal hier. Verbesserter Kampf mit 2 Waffen. So, endlich. War ein bisschen zähflüssig, gebe ich zu, aber ich muss ja auch erstmal da durchsteigen. Ja, ich bin ja hier neu in Pathfinder. Okay, dann kann es mal weitergehen. So, wir lassen mal unseren... Oh, ich sehe gerade, wir müssen vielleicht mal rasten. Wir sind noch angeschlagen vom letzten Kampf. Könnte vielleicht nicht schaden. So, wie war das nochmal mit Rasten? Hier, genau. Wir müssen mal das Lager hier aufbauen. Und wie geht das jetzt hier konkret? Muss ich hier noch was auslösen oder draufklicken? Ah, okay, da kommt es. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen, damit die Folge so ein bisschen so aus dem Quark kommt. ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach mal die Vorgaben hier. Wachen, kochen, wird schon schief gehen. Ich hoffe es. Wir
Wir heilen, schon mal gut. Wir sind geheilt, immerhin. Keine Überfälle,